Hallo, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, heute mal was anderes, nämlich Rising World. Ich bin hier schon im Welterstellmodus, wollte nur zeigen, dass ich hier schon ein bisschen geübt habe. Das hier war im normalen Modus, hier dieser normale Modus, wie man an dem Bild erkennen kann. Es gibt noch super flach, aber der ist langweilig und es gibt die surreale Welt. Und da habe ich mal geguckt, wer denn alles schon die surreale Welt gespielt hat, und ich habe genau zwei Videos gefunden. Und die neue Welt nenne ich jetzt auch mal. Muss ja nicht sein, dass die da neue Welt 1 heißt. Ich habe so ungefähr 10 Mal die surreale Welt neu angefangen, weil ich immer dachte, ich bin irgendwo gelandet, wo man nicht landen sollte. So, also den Seed nehme ich hier mal nicht, damit ihr auch seht, dass es völlig zufällig ist. Ich klicke jetzt hier dreimal und dann fange ich an. 1, 2, 3 und Welt erstellen. Ja, genau, zwei Videos habe ich gesehen. Oh, guck mal, da ist ein Baum und da ist noch ein Baum. Und hier ist Steinöde. Da die weißen Flecken, da ist der Chang nicht richtig geladen. Die Frage ist jetzt, sind das jetzt nur einzelne Bäume oder verbirgt sich da noch was mehr? Ich gehe mal in die Richtung und lasse dann... Ich konnte doch gar nicht anders eben. Hä? Habe ich wieder mitten in der Luft angefangen? Das ist mir nämlich bei der anderen Welt auch passiert, dass ich da irgendwo in der Luft stand und beim ersten Schritt erstmal gefallen bin. So, also das ist meine grobe Richtung. Obwohl das wahrscheinlich auch kein guter Startpunkt wäre, wenn es da gleich so ein Fichtenwald wäre. Ja, ihr sagt Fichtenwald. Wie kommt sie von einem Baum auf Fichtenwald? Aber immer schön nacheinander. Also zwei Videos hatte ich gefunden. Eins in deutscher Sprache, eins in englischer Sprache. Der YouTuber, der das auf Deutsch gemacht hat, der war nur ungefähr 3 Minuten in der surrealen Welt und hat sich dann umentschieden. Da konnte man also gar nicht sehen. Und der war auch schon gesegnet mit einem etwas grüneren Biotop. Ich glaube, bei dem gab es sogar schon was zu essen. Weiß ich nicht mehr so genau. Könnt ihr ja mal suchen. Ich habe auch vergessen, wie der hieß. Und das andere Video war ein englisches. Habe auch vergessen, wie der hieß, denn... Ja gut, das ist überhaupt nichts hier. Nur ein einzelner Baum. In welche Richtung war denn jetzt der andere? Ja, man verliert hier leicht die Orientierung. Ich wollte erst sagen, man verliert leicht die Verwirrung, aber... die Verwirrung ist immer groß. So, ja, und dieser englische, ich glaube, der hieß irgendwas mit Granted. Weiß ich nicht. Irgendwas war es schon ein älterer Herr. Der hatte die Theorie, dass man hier sich in den Untergrund buddeln müsste, um da vielleicht an irgendwelche Ressourcen zu kommen. Der starb dann in dem Video und ich glaube, der hat dann auch nie wieder eins gemacht dazu. Und mir ging es ja zu Anfang genauso. Also die Videos haben mir nicht weitergeholfen. Aber da habe ich dann gedacht, okay, also aber irgendwas muss ja gehen. Ist ja nicht Sinn des Erfinders hier, dass man so eine Welt macht und dann gar keine Chance hat. Also eine Chance muss man ja wohl haben. Und habe dann, wie gesagt, ganz oft neu angefangen, weil ich gedacht habe, ey, du bist ja einfach falsch gelandet. Es muss doch irgendwo Bäume und was zu essen geben. Und nein, ich bin meistens inmitten der Steinwüste geboren, ohne Blick auf irgendwelche Bäume. Ich meine, wir sind ja schon ziemlich gut dran mit den 3 Bäumen oder 4, die wir hier haben. Aber die helfen mir nichts, wenn da nämlich keine Nahrung dabei ist. Da habe ich an der falschen Stelle geklopft gerade. Ja, das scheinen nur Einzelbäume zu sein. Es gibt hier nämlich Ressourcen im Überfluss, man muss sie nur finden. Aber gut, wir haben die Bäume jetzt als Anhaltspunkt. Hier ist auch nur so ein einzelner Baum ohne irgendwas drumherum. Den lasse ich auch stehen, denn Baumhacken kostet auch nur Kraft und na hier Durst. Also man kriegt davon Durst und muss dann was trinken. Und wenn hier in der Nähe kein Wasserloch ist, dann kann ich ja nicht trinken. Ja, und also wie gesagt, die Videos haben mir nicht weitergeholfen. Dann habe ich also so gefühlt 20 Mal neu angefangen und war immer nur in Steinen, ohne die Richtung zu wissen. Hier ist auch nur ein einzelner Baum. Das ist natürlich doof. So, dann gehen wir eben weg von diesen Bäumen.
Oder ist da noch irgendwo einer? Also das war ein Baum, das ist ein Baum und das ist der Baum, den wir jetzt gefunden haben. Und die lasse ich aber alle stehen. Denn ohne Nahrung nützt mir auch Holz gar nichts. Ich muss erst ins Tal des Überlebens. Wie dramatisch. Ja, das habe ich mal so genannt. Oder nenne ich jetzt einfach mal so. Hör ich hier Schweine? Hört ihr Schweine? Oder kommt das von draußen? Habe ich einen Bauernhof auf dem Hof? Hm. Habe ich ein Schwein auf dem Hof? Ja. Seht ihr schon was? Hinter uns müssen Bäume sein. Das ist das Einzige, was wir sehen. Aber es muss hier irgendwo... Da sind die Bäume. Also gehe ich mal hier nach oben. Okay. Ja, ich glaube ja, dass der mich mit diesen drei Bäumen da nur verscheißern wollte. In die Irre führen. Mir Hoffnung machen, dass ich ganz in der Nähe bin. Und dabei bin ich ganz weit weg. Ja, dieses Tal des Lebens, da gibt es wirklich alles. Komischerweise, ich frage mich, ob es hier dann genauso sein wird, bin ich in meinem anderen Spiel, was ich schon ganz schön weit gespielt habe, in so einem Birkending gelandet und ja, was heißt denn komischerweise? Also, da war ich nämlich auch in der normalen Welt, war ich nämlich auch nur bei Birken. Aber man findet ja alles. Hier hatten wir ja gerade die Fichten. Und Fichtenwald wäre jetzt nicht so ein guter Startpunkt, denn im Fichtenwald lauern ja Gefahren anderer Art, nämlich Bären und Wildschweine, die einen ja ständig angreifen. Und bevor ich nicht ein paar Ressourcen habe und genug zu essen, möchte ich da ja gar nicht mich mit... Ich höre doch ein Viech hier. Hört ja auch mein Schaf, mein Schwein. Aber ein Wasserloch haben wir auch noch nicht gefunden. Gehe jetzt einfach. Es wird Nacht. Es wird Nacht in der Steinöde. Dann wird das Vorankommen etwas schwieriger, weil ich dann nicht mehr so gut die Vorsprünge sehe und ich für euch womöglich Licht anmachen muss und dann sehe ich überhaupt nichts mehr, weil es dann so grell ist. Wie sieht's aus? Muss ich schon nicht machen? Ups. Oh, da ist was Grünes. Vielleicht ist da Wasser. Vielleicht ist da ein Wasserloch. Aber das ist auch noch nicht das, was ich suche. Denn ich suche ja Ressourcen im Überfluss. Und drei Bäume und ein Wasserloch ist ja kein Überfluss. Es könnte sein, ich mache mal noch nicht, also ich mache euch mal nicht so viel Hoffnung, aber vielleicht haben wir es gerade gefunden, was ich gesucht habe. Ja, es sieht so aus. Also, jetzt nicht übermütig werden, erstmal hingehen, erstmal gucken. Uiuiuiui. Ja, wir haben es gefunden. Juhu. Ja, bitte. Hier ist jetzt gleich Nahrung. Kann ich ruhig mal ein bisschen... So. Welche Richtung nehme ich? Schon wieder Birken. Irgendwie stoße ich immer zuerst aufs Birkental. So, bevor ich sterbe, brauche ich mir einfach mal einen Unterschlupf hier hin. Ja, den Baum nehme ich jetzt, weil wir nämlich eigentlich da sind. Also, eigentlich bedeutet, wir sind irgendwo, wo wir irgendwo hinkommen, wo wir was finden, wo wir eine Basis errichten können und uns niederlassen und so. Hast du nur ein? Nein, zwei, drei. Oh, cool. Dann kann ich mir dann, wenn ich da irgendwo bin, wo ich bleiben will, auch Bäume pflanzen. Aber jetzt wäre vielleicht mal was zu essen nicht schlecht.
So, ja, also ihr seht, hier ist ein grüner Weg, der auch an Bäumen vorbeiführt. Ah, oh, ein Apfelbaum. Ein Apfelbaum, etwas zu essen. Juhu. Ob ich den auch gleich mitnehme? Ah, ich wollte ja einen Unterschlupf bauen, damit ich dann hier wieder spawne, falls ich sterbe. Aber im Moment sterbe ich ja nicht. Und ich kraxel bestimmt nicht wieder ins Gebirge. Ich bleibe jetzt hier immer schön auf grünen Wegen. Hat der jetzt einen Setzling geworfen? Ja, er hat. Nur einen. Oder? Ja, ich sehe nur einen. Gut. Einen Apfelbaum kann ich mir dann da auch pflanzen, falls da keiner sein sollte. Es wäre gut, wenn man da in der Nähe auch ein Wasserloch hätte. Wasserlöcher sind ja öfter mal so ein Stückchen weiter oben. Hallo Schweinchen. Ich hab's doch gewusst, ich habe Schweine gehört. Ja, ein Schwein. Kartoffel, oder? Kartoffel. Na los, Baum. Kannst mitkommen. Ja, ich weiß ja nicht, ob ihr Rising World schon mal selbst gespielt habt. Mit dem Bauen bin ich noch nicht so weit gediehen. Da zeige ich euch mal, was ich in der anderen surrealen Welt gemacht habe. Aber es ist alles noch nicht so, dass es mir gefallen würde. Während ich ja, ich bin ja auch ein bisschen anspruchsvoll mit den Dingen, die ich so baue. Und da habe ich mir einfach nur einen Balkon, Quatsch, einen Betonklotz hingestellt. Und ja. Weil ich auch dachte, ich muss mich da gleich ansiedeln, wo ich rausgekommen bin, dass es woanders nichts Grünes gibt. Hahaha. Habe ich mich doll geirrt. Ich zeige euch dann mal, was ich da noch alles entdeckt habe. Wie lange nehme ich denn schon auf? Ja, ein bisschen Zeit habe ich noch. Was heißt, ich habe sowieso Zeit. Ich bin ja hier nicht beschränkt in meiner Aufnahmelänge. Und einer, zwei, oh, drei Setzlinge und Baumwolle. Ja, da kann ich noch keine Setzlinge mitnehmen. Da wisst ihr ja, brauche ich erst eine Sichel. Und eine Sichel kann ich erst bauen, wenn ich Werkbänke habe. Und hallo, eine Ziege. Und ja, wenn ich dann also mit der Sichel durch die Gegend sichle, dann kriege ich auch Setzlinge aus so Kartoffelpflanzen und Möhren und Baumwollpflanzen. Haben wir überhaupt schon Möhren gehabt? Nö, oder? Ich fälle jetzt hier einen Baum nach dem anderen. Dabei wollte ich gar nicht so lange spielen, bis ich hier eine Basis habe. Ich will euch nur ein bisschen zeigen, dass es also auch wirklich in dieser surrealen Welt verschiedene Biotope, Biome gibt. Mit unterschiedlichsten Pflanzen. Und dass ihr bitte schön nicht darauf hereinfällt, wenn euch das Spiel da mal drei Bäume vorgaukelt. Ihr müsst also wirklich dieses Tal hier finden. Oh, eben habe ich gedacht, hier. Die schläft. So, ich nehme jetzt erstmal nur noch so Essen mit, damit ich dann ein bisschen meinen Hunger und Durst stillen kann und versuche mal noch ein bisschen was Interessantes hier zu finden. Ja, wir sind jetzt auch gerade so in dieser Schlucht rausgekommen. Das zeige ich euch nachher auf der Karte in dem anderen Spiel, dass es also auch ganz andere Gegenden gibt, die auch sehr schön sind. Ach so, ihr seht vielleicht gar nichts. Ich mach mal Licht. Ah. Ja, Taste L und dann wird's hell. Reimt sich. Toll. Nee, hier ist auch noch nicht so. Aber hier sieht man schon so andeutungsweise, was ich meine, dass sich dann das ein bisschen verbreitert und man einen Bauplatz auch besser finden kann. Gibt es hier wenigstens ein Wasserloch in der Nähe? Könnt ja mal was trinken. Nö. Na gut, dann nicht. Und weiter oben? Das ist mir nämlich in dem anderen Spiel aufgefallen, dass die sich gerne auch mal ein Stückchen höher verstecken. Die Wasserlöcher jetzt. Oh, hier haben wir einen Abzweig gefunden. Euch ist ja egal, wo ich lang gehe, oder? Dann kann ich ja hier auch mal abbiegen. Obwohl, also, wenn ich hier aus Versehen in eine Höhle stürze und sterbe, dann bin ich wieder bei meinen drei Bäumen und habe keine Ahnung, wie ich hier wieder herkomme. Deshalb normalerweise, wenn ich dieses Spiel jetzt spielen würde und also ich. Also hier können dann Bären lauern. Was mir in diesem Zustand vielleicht noch ein bisschen zu gefährlich ist. Ich werde mir mal
eine Möhre pflücken und vielleicht doch erstmal den Unterschlupf bauen. Also mit I kommt man ins Inventar und dann kann man hier was craften. Und dann ist als erstes hier der kleine Unterschlupf. Dafür brauchen wir 32 Stöcke und Stöcke machen wir aus Holz und Holz aus Baumstämmen und 4x4 ist 16, also 8x4 ist 32. Max 32 und dann allgemeines kleiner Unterschlupf herstellen. An die richtige Stelle im Inventar packen. Das brauche ich sowieso alles nicht da oben. Lieber was zu essen da nach oben legen. Und dann stelle ich mal den Unterschlupf einfach hier so hin. Das macht man übrigens mit der rechten Maustaste. Die hat man so lange gedrückt, bis das Ding steht. Und jetzt sieht man da die Zzz. Mit F gehe ich da rein. Ja, und dann schläft man, je nachdem, wie lang die Nacht noch ist. Bis morgens um halb acht, glaube ich. So, beim nächsten Mal spawne ich also hier, falls ich jetzt irgendwie sterben sollte. Ich habe einen Apfel gegessen. Und noch einen. Und noch einen. Und da seht ihr auch die Gesundheitsanzeige, die steigt. Ich glaube, ich muss alle meine Äpfel essen. Und noch eine Möhre dazu. So, jetzt bin ich wieder voll gesund. Hab keinen Hunger und keinen Durst mehr. Und ich weiß nicht, was besser ist, um mit einem angreifenden, was auch immer, fertig zu werden. Hier seht ihr die... Oh, ich kann das L, glaube ich, ausmachen, dass ihr das richtige Licht seht. Die Sonne geht auf. Von wo weiß ich nicht. Die schönen Ahornbäume hier. Aber natürlich in solchen Wäldern leben auch angriffslustige Tiere. Und ich habe noch keine Waffe, sondern nur diese Spitzhacke, die sich vielleicht nicht so gut eignet. Aber hier gefällt es mir schon ganz gut. Also wenn ich das jetzt weiterspielen würde, vielleicht eine Hanfpflanze. Vielleicht würde ich mich dann hier... Oh, eine Wassermelone. Nimm sie mit, nimm sie mit. Würde ich mich dann hier in der Gegend vielleicht sogar irgendwo ansiedeln. Einfach, weil es so schön ist. Ja, und dann diese surreale Steinwüste außenrum. Da ist, glaube ich, ein Reh. Kein Bär, kein Wildschwein. Oh, mitnehmen, alles mitnehmen. Da ist ein Bär. Was ist denn jetzt besser gegen den Bär? Die Spitzhacke oder die Axt? Weil der wird uns in Kürze sehen. Da kommt er schon. Ist es ein Bär? Nee, ein Wildschwein. Oh, cool. Blutig? Nein. Moment warten. Und was hat er verloren? Ein Wildschweinfell. Kein Bär, ein Wildschwein. Und dann natürlich alles mit F immer. Körper verstecken. Ein Bär ist ja auch viel größer. Wie konnte ich denn das verwechseln? Und genug zu essen hat man jetzt hier und ein bisschen Baumwolle und genügend Holz und Hanf und Baumwolle und Hanf. Ja, ich muss ja auch nicht alles mitnehmen. Wir gehen mal noch ein Stückchen, ob hier so eine schöne Lichtung, so eine große Lichtung kommt, wie ich sie meine. Oder ob wir vielleicht noch ein anderes Biom finden. Und ja, dann soll es das auch gewesen sein. Also wie gesagt, egal wo ihr... erwacht. Wenn ihr gerade in diesem Tal hier erwachen solltet, dann habt ihr natürlich großes Glück. Dann ist nämlich alles schon da. Aber das ist mir noch nie passiert. Und eben gerade mit den Bäumen, das war echt nur eine Irreführung von dem Spiel. Hier ist ein Wasser. Ein Wasserloch. Also hier könnte man sich gut ansiedeln. Hier hat man Bäume, ein Wasserloch. Ich meine, an Steinen ist ja sowieso kein Mangel. Ich habe Wasser getrunken. Juhu, ich habe Wasser getrunken. Noch eine Runde schwimmen. Juhu. Und auftauchen. Ja, an Steinen und Erzen ist ja eh kein Mangel. Die sind ja hier alle außen rum. Scharf ist es noch was hier fehlt. Was könnte man ja eventuell auch noch finden. Da oben. Seht ihr das da oben, das Grüne? Das ist bestimmt auch ein Wasserloch. Aber ich habe hier noch keine Karte, deshalb können wir da nicht nachgucken. Das ist mir nur in dem anderen Spiel aufgefallen, dass ich Wasserlöcher gerne weiter... Oh, da ist ein Bär, oder? Ist das wieder ein Wildschwein? Das sieht aus wie ein Bär.
Das ist ein Bär. Ja, komm doch. Ich habe eine Spitzhacke. Oh. Und du hast dicke Krallen. Oh. Oh, die Spitzhacke ist nicht gut. Ich habe den Bären erlegt. Und dann muss ich jetzt wieder was essen. Was hast du dabei? Einen Bärenpelz, natürlich. Was auch sonst. So. Ja, 20 Minuten sind rum. Ich glaube, ich habe gezeigt, wie man auch in der surrealen Welt an Rohstoffe kommt. Nicht verwirren lassen durch irgendwelche grünen Oasen, in denen man geboren wird. Findet das Tal des Überlebens. Da, wo alles im Überfluss ist. Also, wo ihr wirklich... Erstmal was essen. Hohoho. Wo ihr wirklich auch Lebensmittel, Bäume, also auch jederzeit wieder... eine Tomate bringt ja nicht viel. Also, wo ihr wirklich überleben könnt. Auf lange Sicht. Und baut euch da eine Basis auf, wenn ihr das denn spielen wollt. Wie gesagt, mit dem Bauen, ich zeige euch noch in dem anderen Spiel, was ich da schon gebaut habe. Da bin ich noch nicht so glücklich mit. Nicht doch. Hau dich doch selber. Gerade habe ich gefuttert, du Idiot. Guck mal, wie mein Leben runtergegangen ist. Na, wenigstens brauche ich dann nicht mehr den Unterschlupf zu suchen. Weil ich dann da geboren werde. Aber dann ist natürlich auch alles weg, was in meinem Inventar ist. Okay, also ich gehe jetzt mal kurz noch in die Welt, wo ich schon ein bisschen was gebaut habe. Und lass Timoria in Timorien hier einfach rumstehen. Nee, ist ein Mann, oder? Wenn der fällt, der macht ja immer männliche Geräusche. Also ich lasse den Kuno hier mal rumstehen. Kuno in Timorien, der steht jetzt hier einfach rum und bleibt hier stehen, bis jemand sagt, ey, spiel doch mal weiter. Und ich zeige euch in meiner anderen Welt, in der New World 2, Welt laden, nicht löschen. Hier, da habe ich schon alles Mögliche gebaut. Da bin ich hier auch aus dem Gebirge gekommen, habe meinen Unterschlupf, den kann man hier sehen, dahingestellt. Und habe mich dann erstmal gar nicht weggetraut, weil ich nur dachte, oh, es ist ja hier nur so eine kleine grüne Oase. Bis ich dann mal erforschen gegangen bin. Also hier bin ich zu Hause, hier bin ich auch gerade. Und in die Richtung, glaube ich, war ich gar nicht so weit unterwegs. Ne, da ist schon Schluss. So, aber hier. Oh, guckt mal, da bin ich lang gegangen. Und dann nach oben. Und also es ist dann hier immer so ein Abzweig. Man kann da in alle Richtungen gehen. Also hier verbirgt sich auch noch was und da. Aber ich habe mich dann für hier entschieden. Ich wollte nämlich einen großen Kreis machen. Das war mir zu klein als Kreis. Warum ich dann hier lang abgebogen bin? Wahrscheinlich hatte ich den Zitronenbaum schon gesehen. Das ist Zitronenbaum. Und hier ist eine kleine Savanne. Und da ist noch ein bisschen Savanne. Und noch mehr Savanne. Und die große Savanne. Und dann war hier die Wüste. Die Wüste sah toll aus. Sonnenaufgang in der Wüste, aber die ist natürlich jetzt viel zu weit weg, um da hinzugehen. Und da lauern auch Tiger und Leoparden. Aber in diesem Spiel ja habe ich ja schon alles Mögliche. Hier ist dann auch so ein schönes Waldgebiet. So, und dann, was ich meine, sind dann diese Täler hier. Also hier hat man einen schönen großen Bereich mit einem Wasserloch, der würde sich ideal zum Siedeln eignen. Sowas hier natürlich nicht, oder wo ich jetzt gerade bin. Ja, hier wusste ich nicht genau, ob ich hier schon zurück muss, aber ich hatte ja eine Karte. Oder hier, das hier ist auch ganz toll gewesen, ein tolles Tal und dann so viel Wasserlöcher. Die sind aber ein Stückchen auf dem Berg drauf. Ja, und dann bin ich dann hier lang zurück. Und, ist ja ganz schön weit. Ja, und war dann wieder zu Hause. Also, egal wo man geboren wird in dieser komischen Welt hier, immer schön geradeaus in eine Richtung gehen. Irgendwo stößt man bestimmt auf dieses Tal. Ja, hier, also hier habe ich mich mal an Holzbalken und Holzbrettern versucht. Hier stimmt es ja noch einigermaßen, aber hier habe ich sie versetzt verlegt. Ja, hier sind sie wieder richtig, kann man gut sehen. Also, und das ist jetzt einfach nur Beton. Wo komme ich jetzt hier am günstigsten runter? Nein, nicht hängen bleiben. Ja, und dann habe ich hier natürlich schon ganz viel Erde weggebuddelt, weil ich irgendwie nicht eingeschätzt habe, auf welche Höhe ich bauen muss. Mach mal die Tür zu. Wie sieht denn das aus? Und warum habe ich die Flasche in der Hand? Nimm die Axt in die Hand. Meine Streitaxt. Zwei Hiebe genügen, dann ist der Bär weg.
Ja, Rüstung habe ich noch nicht. Also hier gibt es ja sowas wie Rüstung. Ausrüstung, da habe ich glaube ich schon alles, was man machen kann. Kompass und Uhr und Karte. Rüstung kommt bestimmt noch später, aber als nächstes wird erstmal die Figur selbst implementiert, glaube ich. Jedenfalls habe ich das irgendwo gelesen oder gehört. Ja, dann weiß ich auch nicht, ob ich das war oder ob das normal ist, dass denn hier so Luft ist zwischen den Brettern. Ja, hier bin ich angekommen, meine erste Werkbank, dann habe ich die anderen Bänke gebaut, Spinnrad habe ich schon, Webstuhl, Kisten sind schon voll, alles durcheinander natürlich. Ja, das nächste wird wahrscheinlich dann ein Garten sein. Hier habe ich schon ganz viel Setzlinge und Samen. Mein Schmelzofen. Den großen habe ich noch nicht, nur den kleinen. Aber den kann ich hier nicht wieder wegnehmen. Der muss jetzt auf immer und ewig da stehen. Hier der Amboss, wo man so aus den ganzen Sachen was machen kann. Und hier Sichelblatt war dann so ziemlich das erste, damit ich mal rumsicheln konnte. Oh, was mit der Kiste passiert? Geht die nicht richtig zu? Hier auch noch. Hier 5 Tiger. 2 Jaguare, was ist das hier? Wildschwein. Na nun, hatte ich nicht auch einen Bären? Naja, egal. Ja, Beleuchtung habe ich jetzt hier schon an der Decke zu hängen, weil mir das mit den Fackeln hier zu doof war. Aber die Fackelhalterungen sind trotzdem noch da. Höhlen gibt es hier natürlich genauso. Hier ist meine Papierpresse. Das habe ich noch nicht benutzt. Hier kann man, glaube ich, aus Steinen irgendwie Sand und Kies machen. Ja, und die meisten Bäume, die hier wachsen, die habe ich schon selber gepflanzt, besonders die Obstbäume hier. Also 2 Kirschbäume. Das habe ich alles gepflanzt und mich hier niedergelassen. Einfach um mal zu probieren, was geht. Und dann hier dieser Betonklotz. Ein Dach fehlt noch, obwohl es unheimlich viele verschiedene Möglichkeiten dafür gibt. Habe ich mich noch nicht dafür entschieden. Naja. Ja, gut. Also soll es gewesen sein. Wie gesagt, wenn ihr Rising World spielt und mal diese surreale Welt ausprobieren wollt, wisst ihr ja nur, wo ihr hin müsst und was ihr suchen müsst. Und dann wünsche ich euch viel Spaß. Und mein nächstes Video wird wahrscheinlich wieder irgendwas mit Minecraft sein. Also, das nächste Video kommt bestimmt. Und bis dahin, tschüss.